Sie haben es am Telefon ja ganz schön spannend gemacht. Worum geht's denn überhaupt? Es geht um Ihre Ex-Freundin. Sie ist tot. Genauer gesagt wurde sie gestern Abend in der Turnhalle des Internats erdrosselt. Was? Ja. Wir haben erfahren, dass Sie gestern noch ein Date mit ihr hatten. Ja, es stimmt. Es ist richtig. Und worum ging's? Naja, sie wollte mich zurückhaben. Sie müssen wissen, ich wollte eigentlich gar nicht dahin, aber sie hat gedroht, sich umzubringen, wenn ich nicht komme. Und von wann bis wann waren Sie dann im Internat? Gestern? Ich bin so, ja, kurz vor 8 bin ich da hingefahren und 20 Minuten später bin ich aber auch schon wieder abgehauen. Mhm. Und wo waren Sie dann abends gegen 15:15? Ja, da war ich dann wieder hier. Ich meine, Sie sehen ja gerade selber, wir haben einfach sau viel Arbeit momentan. Na, ich meine, entschuldigen Sie die Frage, aber kann das jemand bestätigen? Ey, Moment, das hört sich jetzt so an, als würde ich hier unter Verdacht stehen. Natürlich kann das jemand bestätigen, mein Kollege. Hey Sven, komm mal bitte gerade her. Jo, wo brennt's, Alter? Die beiden hier sind von der Kripo. Mit Mandy ist was passiert. Sag dir mal bitte, wann ich gestern Abend wieder hier war. Gestern? Warte. Du bist kurz nach 7:30 los und warst eine Stunde später wieder da. Und? Sehen Sie? Mhm. Sind das hier Ihre? Ja, das sind meine. Haben Sie auch noch Violette? Hallo? Bin ich schwul oder was? Weiß man's? Haben Sie da vielleicht einen Verdacht, wer Ihre Ex-Freundin getötet haben könnte? Wie? Die ist tot? Krass. Wenn wir noch Fragen haben, kommen wir auf Sie zu. Ja, vielen Dank. Wenn Sie uns kurz alleine lassen würden. Ah, Verdacht. Also, als ich gestern in der Turnhalle bei ihr war, kam auf einmal so ein dickes Mädchen da reingestürmt. Also, ich meine, Heike heißt die. Und die ist wie so eine Irre auf meine Ex los. Was wollte sie denn von ihr? Ich wollte ihr Tagebuch zurückhaben. Meine Ex hat so getan, als wenn sie es überhaupt nicht hätte. Doch als die Dicke dann raus war, hat sie es plötzlich doch noch aus ihrer Tasche gezogen. Das Tagebuch? Ja. Die wollte es irgendwie in der Schule rumzeigen oder so. Ich fand das auch super mies von ihr, ganz ehrlich. Ich meine, die Dicke ist zwar absolut nicht mein Fall. Aber trotzdem, das wollte ich echt nicht antun. Ja, was haben sie denn gemacht? Ja, ich hab sie weggenommen natürlich. Meine Ex-Freundin war auch wirklich super sauer auf mich, aber es war mir dann auch egal. Ich hab's auch hier, also wenn Sie es mal sehen wollen, ja, gerne. Kann ich es Ihnen gerne mal geben. Danke. Okay. Ja, Mann, Tim ist jetzt gut. Schönen Tag. Wir kaufen nichts. Entschuldigung bitte, wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband, das ist meine Kollegin, die Frau Rietz. Ja. Wenn Sie Frau Fischer sind, dann möchten wir gerne mit Ihrer Tochter Heike sprechen. Ja, geht's um das tote Mädchen in der Schule? Ja, ganz genau. Dann kommen Sie mal rein. Woher haben Sie das? Mandys Ex-Freund hat uns das gegeben. Er hat es ihr kurz vor ihrem Tod weggenommen. Haben Sie es gelesen? Ja. Aber sag mal, warum hast du uns denn verschwiegen, dass du gestern noch mal zum Internat zurückgegangen bist? Zurückgegangen? Wie meinen Sie das? Ja, Mandys Ex-Freund hat uns erzählt, dass du gestern stinksauer zur Turnhalle gekommen bist, um Mandy wegen des Tagebuchs anzusprechen. Was? Der hat sie doch nicht mehr alle. Ich war überhaupt nicht da. Ich wusste bis vorhin doch noch nicht mal, dass es weg ist. Der lügt. Warum sollte er denn sowas erfinden? Um mich fertig zu machen, wie alle anderen auch. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass er was gegen dich hat, aber wenn du das sagst. Wo warst du denn dann gestern Abend? Hier. Ich habe auf meine Geschwister aufgepasst. Da können Sie ruhig meine Mutter fragen. Gut, dann mache ich das mal. Heike ist eine super Tochter. Jeden Freitagabend bringt sie ihre Geschwister ins Bett. Und ich kann dann in Ruhe zum Arbeiten gehen. Mein Mann hat uns ja verlassen. Wann bringt Heike die Kinder denn immer ins Bett? Tim geht um 8 ins Bett. Die Zwillinge schlafen meist schon um 7. Aha. Dann hättest du also die Möglichkeit gehabt, so kurz nach 8 das Haus unbemerkt zu verlassen. Wie meinen Sie denn das? Ja, mein Kollege hat nur laut gedacht. Wollen wir? Ja. Mach's gut, Lana. Tschüss. 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 Ach so, Heike. Du hast nicht zufällig violette Lederhandschuhe, oder? Nein. Wieso? Hat das was mit der Sache zu tun? Ja. Wenn du eh keine hast, dann ist auch egal. Also, tschüss. Wir finden raus. Tschüss. Das
So, jetzt erstmal einen leckeren Kaffee, Kollege. Oh ja, ich mach uns einen. Das ist lieb von dir. Hä? Ist das neue Teil schon kaputt? Nein, ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen. Ach Quatsch. Was? Stecker rein, fertig. Wow. Jetzt muss das Ding nur noch ein bisschen aufheizen. Ich habe übrigens den Spurensicherungsbericht. Da bin ich ja mal gespannt. Also, an der Tür der Turnhalle wurden unter anderem Fingerabdrücke der Toten sichergestellt. Allerdings keine des Ex- oder der verhassten Mitschülerin. Ja, aber beide waren angeblich am Tatabend noch dort. Das ist schon seltsam. Ja, finde ich auch komisch. Rizka 11? Ach, hallo Heike. Sie hatten mich doch noch nach violetten Lederhandschuhen gefragt. Mir ist da nämlich noch was eingefallen. Mandys Mitbewohnerin hat vor circa 2 Wochen so Handschuhe zum Geburtstag bekommen von ihren Eltern. Was? Das gibt's doch nicht. Ja, danke, dass du mich gleich angerufen hast. Gern geschehen. Ja. Tschüss. Tschüss. Ah ja. Die sehen so aus, als ob du die noch nie benutzt hättest. Nee, hab ich auch nicht. Die passen irgendwie zu keinem Outfit. Aber wieso fragen sie überhaupt? Tja, weil Mandys Mörder wahrscheinlich solche Handschuhe getragen hat. Und jetzt denken sie, dass ich das war wegen der violetten Handschuhe? Wir gehen einfach nur jeder Spur nach. Aber die sind viel zu neu. Kennst du jemanden, der ähnliche Handschuhe hat? Nee. Ja, war's das dann? Ich müsste nämlich noch Mathe machen. Das war's. Tschüss. Tschüss. Sag mal, hattest du nicht auch den Eindruck, dass die uns auf einmal unheimlich schnell loswerden wollte? Ja, das war schon komisch. Die war sonst immer ganz anders, viel freundlicher. Tja. Ach, von wegen Mathe. Ja, es steigt ein. Schauen wir doch einfach mal, wo sie hin will, oder? Spinnst du? Gib das sofort her. Ecstasy? Vertickt ihr das Zeug etwa? Sag schon. Du solltest nicht so viele Fragen stellen. Ach, hat Manny vielleicht auch zu viele Fragen gestellt? Was soll das denn heißen? Die Polizei war heute noch mal bei mir und hat nach meinen violetten Lederhandschuhen gefragt. Mandy wurde von jemandem mit solchen Handschuhen getötet. Ja. Und? Und? Du hast genau solche Motorradhandschuhe aus Leder. Wo sind sie? Musstest du sie wohl entsorgen, was? Hast du sie getötet? Irgendwann. Ich verstehe nur die Hälfte. Sie wusste einfach zu viel. Ich musste es tun. Also komm. Ja? Polizei, lass das Mädchen los, sofort! Endo! An den Wagen! Flott! An den Wagen, habe ich gesagt! Ihr seid vorläufig festgenommen. Mann, Scheiße! Das ist alles deine Schuld! Halt! Hey! Hat Schähnchen her. Du hast Handschuhe aus. Auf geht's, Freunde. Alles okay? Mensch, Jasmin, warum hast du mir denn nicht früher von deinem Verdacht erzählt? Ach, Thomas, ich bin verliebt in ihn. War. Ich wollte zuerst mit ihm reden, bevor ich was Falsches sage. Wie, wart ihr zusammen? Ja, so halb. Ich hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen wegen Mandy. Komm, ich bring dich jetzt erstmal nach Hause. Wie wird das Mädchen die tragischen Ereignisse verarbeiten? Gleich bei K11. Sven Merkel wurde wegen versuchten Mordes und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu 10 Jahren Haft verurteilt. Thomas Kern wurde wegen Mordes, versuchten Mordes und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Seine heimliche Freundin hat den Kontakt zu ihm abgebrochen. Gemeinsam mit den anderen Schülerinnen versucht sie, die Ereignisse zu verarbeiten.